Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Colin McRae Dirt 2. Ja, wir machen weiter mit der Dirt Tour und ja, wir gucken einfach mal, wo wir weitermachen. Es ist mal wieder etwas her, wo ich aufgenommen habe, diesmal aber zum Glück nicht ganz so lang. Aber ja, es musste mal wieder was aufgenommen werden, weil ich habe nichts mehr. Und ja, ich möchte nicht wieder so enden wie damals. Deswegen, ja. So, wir machen mal in Malaysia weiter, da haben wir noch einiges zu tun. Ein Domination-Event, das klingt gut. Dann machen wir das auch. So, automäßig scheinen wir hier die Weight-Klasse zu fahren. Komm, wir nehmen mal den Dodge nochmal und rüsten den mal auf. Da habe ich gerade mal Lust drauf. So, Lackierung können wir da auch mal eine andere nehmen. Liveries, genau. Muss ich erstmal wieder kurz zurechtfinden. Komm, nehmen wir hier KMC Wheels, das sieht ganz cool aus. Und damit dann ab zum Rennen. Ja. Ich habe ein bisschen was zu sagen. Und zwar vor allen Dingen zur letzten Folge. Die ja komischerweise plötzlich ganz viele Leute geschaut haben. Naja, ist halt so. Ich muss ein bisschen dazu sagen, wie ihr vielleicht auch während der Folge gemerkt habt, ich war während der Folge ziemlich müde und habe eben dieses relativ komplizierte Thema angeschnitten. Von wegen mit den Meinungen und wie man die ausdrückt und so. Deswegen ist es ein bisschen ausgeschweift, deswegen entschuldige ich mich dafür. Ich habe es auch in der Folge schon ein bisschen angemerkt, dass ich da ein bisschen teilweise zu weit drauf gegangen bin, ja, aber die ganze Folge war im Endeffekt beim letzten Mal nur um das Thema und ja, qualitätsmäßig war das jetzt nicht ganz so geil, aber naja, ist halt so, ich versuche das Ganze zu verhindern, ich nehme auch diesmal etwas früher auf, also wir haben kurz nach 9, gerade am Cyber Monday, den 26.11. und ja, deswegen sollte es heute nicht ganz so sehr sein. Ich habe mir an sich auch vorgenommen, solche Themen in Let's Play Videos weniger anzuschneiden und wenn mir mal wirklich so ein Thema auf dem Herzen liegen sollte, mir vorher eben ein paar Gedanken dazu zu machen und dann ein extra Video dazu zu machen. Ja, ich denke mal, das ist besser, als wenn ich in der Let's Play Folge damit anfange und im Hintergrund auch versuche, einigermaßen okay Leistung auf der Rennstrecke zu zeigen. Na gut. Ansonsten war es ganz cool, ich habe letztes Mal wieder mit der Truppe, sprich dem Chris alias CK Performance, dem Mike alias Bruce Sidewinder und dem Jan von Lower Society so eine Runde gezockt. War mal wieder ganz cool, wie in alten Zeiten. Also alte Zeiten sind gut, das ist wie so etwa vor einem Jahr, anderthalb Jahren. Wie wir es damals schon ein paar Mal gemacht haben. Ja, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Das kann gut sein, dass da demnächst auch mal wieder, beziehungsweise, dass da demnächst aus der Session ein bisschen was kommt. Ich habe nämlich die Aufnahme ein bisschen im Hintergrund mal angehabt. Der Mike auch, also wenn ihr bei ihm mal vorbeischauen wollt, könnt ihr es gerne machen, natürlich auch bei den anderen. Die Kanäle sollten bei mir in den Kanal Erwähnung auf meiner, auf meinem YouTube-Profil sein. Also wenn ihr auf meine YouTube-Seite geht und dann rechts, bei der Auflistung von den ganzen Kanälen, da solltet ihr die ganzen tollen Leute finden. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Bis auf den Mike machen sie nicht mehr ganz so viel auf YouTube. Aufgrund von verschiedenen Gründen. Aber vorbeischauen könnt ihr ja trotzdem gerne mal. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, wir dominieren zurzeit ziemlich. War an sich am Überlegen, dass wir die Schwierigkeit mal wieder etwas hochstellen. Ich glaube, die ist an sich noch relativ niedrig gestellt. Von wo wir meinen Spielstand zurückgeholt haben. In den Livestreams. Das können wir, glaube ich, mir mal etwas schwieriger stellen, weil ja, wir dominieren hier schon ganz schön. Ich meine, so heißt ja auch der Spielmodus, das ist der Sinn von dem Ganzen, dass wir dominieren, aber ein bisschen schwieriger darf das Ganze ja schon sein. Ja, auf jeden Fall habe ich mir auch ein paar Spiele geholt, jetzt in der, wie nennt man das Ganze? Black Friday Woche. Und zwar habe ich mir gestern Automation endlich mal geholt. Das habe ich als Key für, ich glaube, 16 Euro oder so bekommen. Da konnte ich nicht Nein zu sagen. Das ist ein Spiel, weil ich schon lange haben wollte. Gut, ein Spiel ist es ja nicht wirklich, es ist eher so eine, ja,
Simulation, Aufbauspiel, wie auch immer, ist ja noch in der Aufbauphase von dem Spiel. Also das gibt es schon relativ lange, aber eben noch in der Beta. Ja. Vielleicht wird da auch mal was zu kommen. Des Weiteren habe ich mir noch zwei Sachen auf Origin geholt. Und zwar Need for Speed The One und Need for Speed Shift. Jetzt fragt ihr euch, hä, Need for Speed Shift, das hast du schon. Ja, aber eben nur als DVD-Version. Und deswegen kann es auch gut sein, dass demnächst das Let's Play davon weitergeht. Weil wenn ich nämlich die Version zum Laufen kriege und meinen Spielstand darauf konvertieren kann auf diese Version, ja, dann hindert uns eigentlich nichts mehr daran, weiterzumachen, weil diese Version anscheinend deutlich stabiler ist. Ich habe zumindest nichts davon gelesen, dass es irgendwelche Abstürze gibt und so, deswegen, ja, können wir ja hoffen, dass wir vielleicht demnächst wieder Need for Speed Shift weitermachen könnten. Das wäre sehr cool, aber ich möchte noch nichts versprechen. Ja, Need for Speed The One, natürlich auch sehr geil, ist ein Spiel, was ich schon lange haben wollte, weil ich habe es nie selbst besessen. Ich habe es ein paar Mal bei Freunden gespielt. Ja. Ich meine, die Story ist für mich nichts Neues, aber das wäre so ein Spiel, was wir mal in einem Livestream anpacken könnten. Dass wir einen großen Livestream machen, wo wir dann die komplette Story durchspielen, das sollte ja ganz gut gehen. Das wäre eigentlich mal eine Idee. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr Bock drauf hättet. Aber ich denke, machen werde ich so oder so irgendwie. Gut, wenn ihr komplett sagen würdet, nö, kein Bock, würde ich das Spiel auch für mich spielen. Das ist jetzt für mich nicht der große Unterschied. Was machst du, Katie Justice? Jo, hallo Mädel, würdest du... Boah, du, was ist denn? Der Start ist neu, also was soll das denn? Die wollte einfach nicht vor mir weg, also... Naja. Nö. Ansonsten habe ich mir jetzt nicht ganz so viel geholt in der Woche. Also die beiden Spiele auf Origin haben, ich glaube, zusammen 5 Euro gekostet. Da konnte ich, wie gesagt, nicht Nein zu sagen. Ja. Ich war noch bei so ein paar anderen Kleinigkeiten am Überlegen. Ich war kurz davor, mir eine Kamera zu holen. Eine kleine Action-Cam für gegebenenfalls Auto-Logs und so weiter. Habe ich dann doch nicht gemacht, weil, ja, ich mache das zu selten. Und mir eine Kamera zu holen, nur um damit 3 Videos zu machen, nee. Lasse ich dann lieber. Dann hole ich mir lieber irgendwann eine vernünftige, normale Kamera, die ich dann vielleicht dafür benutzen kann und auch für schöne Fotos und so. Aber nur für sowas eine Action-Cam. Eher nicht. Des Weiteren bin ich zurzeit, sehr stark überlegen, zur Essen Motor Show zu fahren. Die ist ja in einer Woche, fängt die, glaube ich, an, so etwa. Und ja, bin ich seit überlegen, ob ich die Fahrt auf mich nehme. Ein paar Kilometer habe ich dieses Jahr, die ich noch fahren darf. Von der Versicherung her. Deswegen, ja, wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee. Aber mal gucken, ob ich da die Zeit zu finde. Wenn ich es schaffe, werde ich da was filmen, ich weiß nicht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, vielleicht ein paar Fotos oder so versuchen zu machen, aber filmen. Ich meine, man wird ja sowieso alles auf YouTube finden. Also ist ja nicht so, als ob ich da jetzt irgendwie für euch was Exklusives zeigen könnte. Meistens wird man das schon sehen. Deswegen wird das nicht groß Sinn machen. Außerdem bin ich an sich nicht so der Vlog-Typ. Ich tue mich immer schon schwer, wenn ich meine Sachse-Logs da mache. Irgendwo auf dem Feld zu stehen und da zu labern und dann laufen da Leute vorbei und so. Das ist an sich nicht so mein Ding, von daher, ja, werde ich es wahrscheinlich lassen. Vom Saxo gibt es auch nicht so viel Neues. Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal schon die Winterreifen drauf hatte, ob ich das schon erzählt hatte. Also, die sind jetzt auf jeden Fall drauf. Ja. Wollte ich eigentlich auch nochmal einen kleinen Log zu machen. Ich habe auch noch so ein paar Sachen auf der Festplatte, die aber qualitätsmäßig mir überhaupt nicht gefallen haben und das wollte ich euch nicht geben. Da habe ich einfach viel zu viel mit der Kamera rumgewackelt und so. Das werde ich nochmal anders machen. Ja.
gibt auch an sich jetzt nicht so viel Neues, was jetzt passiert ist. Das meiste wird demnächst noch passieren. Da werde ich dann auf jeden Fall auch noch einen Sacksolog machen. Ich habe nämlich hier ein paar Teile rumliegen, die noch eingebaut werden müssen. Die auch nochmal optisch ein bisschen was ändern. Jetzt nichts Großartiges, aber so ein paar Details halt. An sich spare ich zurzeit eigentlich sogar schon aufs nächste Auto. Was das nächste Auto wird, bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Es gibt so ein paar Kandidaten. Zum einen hätte ich auch richtig Bock, mir mein Auto mit der großen Motorisierung, also dem 16V-Motor, zu holen. Weil ich sagen muss, dass mir mein Auto mit 75 PS schon wirklich Spaß macht. In allen Belangen und dann mit 120 PS, ja, das kann eigentlich nur besser werden. Und wenn man sich so einen holen möchte, dann auf jeden Fall jetzt noch, weil jetzt zur Zeit sind die Preise noch einigermaßen tief. Die waren auch schon mal tiefer. Also ich sag mal, unter 2500 Euro wird man keinen Saxo 16V finden. Oder kaum einen. Ich glaube, einen gibt es zurzeit sogar, aber ja, und die nächste Sache ist halt, die Dinger sind selten wie sonst was. Ja, deswegen so ein bisschen auf die Suppe geben. Ich habe aber auch noch so ein paar andere Autos auf dem Schirm, zum Beispiel ein Toyota MR2. Da hätte ich Bock drauf. Aber ja, mal schauen. Noch habe ich das Geld so oder so nicht zusammen, deswegen, ja. Bin ich mit meiner Trixie auch noch wirklich zufrieden. Ja. Okay, alles klar. Wollen wir das vielleicht gerade machen? Wenn eine Idee, gell? Komm, machen wir das direkt. Gegen unseren Ken. Was nehmen wir denn mal? Sollen wir vielleicht ein neues Auto kaufen? Komm, wir holen das mal in den Bowler. Da habe ich Bock drauf. Schöne Land Rover Action. War doch Land Rover, oder? Bowler? Ich glaube, das war ein getunter Land Rover. Wenn ich mich nicht ganz entsinne. Oh, der Ken ist auch ein Bowler gefahren. So, wir müssen eine 1.23.42 verschlagen. Ach Mist, jetzt habe ich die Schwierigkeit nicht hochgestellt. Naja. Schauen wir mal. Dann sollte das auch relativ leicht zu machen sein mit der Schwierigkeit. Dann fährt sich ganz cool. Ist ziemlich leichtfüßig für so ein großes Auto. Ich habe an sich in letzter Zeit so einige neue Ideen für Projekte. Es ist halt immer die Frage, inwieweit ich das Ganze umsetzen werde, weil ihr merkt es ja vielleicht zur Zeit auf dem Kanal, da kommt nicht ganz so viel. Ui. Okay, ich muss die Schwierigkeit auf jeden Fall hochstellen. Ach du Scheiße. Was sollten wir denn schon in der 1.23 gehen? Ach du Kacke. Ja, wir müssen die Schwierigkeit hochstellen. Nee, ihr merkt ja vielleicht, es kommt nicht ganz so viel. Lust habe ich schon noch, aber ich weiß nicht, teilweise fehlt mir so ein bisschen die Motivation. Es ist so, irgendwie passt das nicht so richtig, gell? Lust habe ich, aber die Motivation fehlt mir. aber nee, auf jeden Fall, ich möchte eigentlich schon was machen. Inwieweit da wirklich die Sachen, die ich im Kopf habe, inwieweit ich die umsetzen werde, ist eine andere Frage. Wir nähern uns am nächsten Ende des Jahres. Ich bin eher am Überlegen, ob ich dieses Jahr überhaupt so einen Jahresrückblick mache, wie ich die letzten Jahre es schon gemacht habe. Eigentlich müsste ich machen, weil wir nähern uns jetzt den. Das wäre sozusagen das vierte Jahr, das wir sich jetzt. Nee, also genau. Das wäre das vierte Mal, dass ich so ein Ding mache, genau. Seit 4 Jahren wäre ich dann auf YouTube und ja, eigentlich könnte ich da schon was machen.
Aber mal schauen. Ich muss mir an sich so ein paar Sachen noch durch den Kopf gehen lassen, weil, wie gesagt, Zukunft vom Kanal und so. Ich habe Ideen gleichzeitig durch verschiedene Sachen, die auf YouTube passieren, aber auch durch verschiedene Sachen, die in meinem Leben passieren. Ja, hindere ich mich da ein bisschen selbst dran. Deswegen mal schauen. So, ich würde sagen, eine Rally oder so können wir noch machen. Da gehen wir noch mal nach China, ein Trailblazer-Event. Oh ja, da habe ich Bock drauf. Können wir mal gucken, auf was wir da fahren können. Einige Autos, die wir uns noch kaufen müssen. Ich meine, wir haben noch einige Events. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Komm, wir nehmen mal den Eclipse als Trailblazer. Den hatten wir da noch nie. Bin ich mal gespannt, wie der so aussieht. Der Spoiler ist geil. Ja, es gefällt mir. Ist so ein Auto... Ich habe diese Generation von Eclipse erst so selten in Deutschland gesehen. Also... Die sind ja gab so gut wie gar nicht hier. Ich muss auch ehrlich sagen, früher fand ich die Potten hässlich, die Eclipse dieser Generation. Jetzt mittlerweile finde ich sie gar nicht mehr so schlecht. Es ist trotzdem noch natürlich meine, also die Generation von der Eclipse, die ich am wenigsten mag, muss ich ehrlich sagen. Aber cool ist es schon. Also auf jeden Fall deutlich besser als das, was jetzt die Eclipse schimpft. Aber gut, das Thema hatten wir, glaube ich, schon. Ah, wir haben die Schwierigkeit wieder nicht hochgestellt. Was mache ich hier eigentlich? Ach, wisst ihr was? Das machen wir anders. Ich, gehe mal gerade aus dem Rennen raus und dann stelle ich die Schwierigkeit ein, weil... Sonst schiebe ich das immer weiter vor mir hin. Seed kenne ich doch. Ist doch nicht von Seed Pro Speed, oder? Ich glaube schon. Ja, bla bla bla. Ist ja gut. Ich möchte doch nur die Schwierigkeit höher stellen. So. Hier, machen wir auf Savage. Ja, Savage ist gut. Ich glaube, zwei Rückblenden, das hatten wir auch damals. Komm, wir gucken mal nochmal Lackierung. Finde ich die schon ziemlich cool fand. Die Eiber-Lackierung ist aber geil. Die nehmen wir. Oh ja, die ist geil. Das gefällt mir. Eclipse wäre zum Beispiel auch so ein Auto, wo ich wirklich Bock drauf hätte. Also die Generation... Ich kenne mich jetzt nicht bei den aus, wie die Generationen heißen bei den Eclipses. Aber eben die bekannte aus dem ersten Fast and Furious. So, die Generation finde ich schon ziemlich cool. Soweit, wenn ich mich richtig erinnere, ist bei denen so ein bisschen das Problem, dass die ziemlich hoch vom Verbrauch sind für die Motorleistung. Deswegen, ja, mal gucken. Wenn man so eine günstige bekommen würde, wäre es natürlich schon geil. Gerade da ich jetzt nicht der extreme Vielfahrer zurzeit bin. Also nicht irgendwie pendeln muss. Da könnte man das dann auch vertreten, wenn der Verbrauch ein bisschen höher ist. Natürlich, zurzeitige Spritpreise sind komplett bescheuert, aber naja. Zurzeit fängt sich auch wieder so ein bisschen bei uns in der Gegend. Eine Zeit lang war es echt, da konnte man den Sprit nicht unter so 1,55 kaufen. Also super E5. Was ich ja bei meinem Sakko tanken muss. Jetzt mittlerweile kriegt man ihn teilweise wieder für 1,50. Also es ist immer noch ziemlich teuer. Ich erinnere mich Anfang dieses Jahres... habe ich ihn teilweise für 1,30 bekommen, den Sprit. Das ist jetzt mittlerweile halt gar nicht mehr drin, aber naja. So ist es halt. Muss man irgendwie mit leben. Jetzt zur Zeit in der Jahreszeit ist für mich auch nicht ganz so schlimm, weil ich im Sommer habe ich relativ oft mal so Touren gemacht, einfach in der Gegend, um so ein bisschen zu erkunden und einfach so ein paar, ja, Spaßtouren. Um die Gegend zu erkunden und ja, um einfach ein bisschen runterzukommen. Jetzt im Winter mache ich das nicht ganz so viel. Deswegen, ja, habe ich auch jetzt nicht so einen hohen Spritverbrauch. Habe ich diesen Monat schon getankt? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher.
Doch, stimmt, ich habe diesen Monat schon getankt, ja. Anfang des Monats halb voll. Und hält immer noch. Ja. Trotzdem gilt natürlich zu hoffen, dass sich das Ganze wieder beruhigt. In allen Sinne. Also zurzeit spielt irgendwie die deutsche Regierung komplett verrückt. Und ja, naja. Möchte ich eigentlich gar nicht groß drüber reden, weil mir das echt schlechte Laune bereitet, sobald ich in die Nachrichten schaue. Aber naja. So leicht lassen wir uns da nicht unterkriegen. Der böse Auto-Enthusiast, gell? Eine ganz schöne Delle da reingefahren. Sogar hier der Lufteinlass ist verbogen. Das geht nicht so leicht mehr raus. Da kann man nicht aber zum Bollendoktor fahren und sagen, ja, mach mal. Ich glaube, das könnte etwas schwieriger werden. Ja, ich glaube, die Zeit war auch nicht wirklich gut. Muss ich echt sagen. Ja, trotzdem geworden, alles klar. Würde mich mal interessieren, mit was für einem Abstand. Alter, immer noch so viel. Okay. Können wir die Schwierigkeit eigentlich sogar noch ein bisschen höher stellen. Aber gut, ich würde sagen, das war's erstmal für die Folge. Ja, zeitlich passt das. Ich nehme auch heute, glaube ich, auch nur die eine Folge hier auf. Wir haben ja noch ein Event, stimmt. Ich dachte, weil der eben schon 2 von 2 stand, dass das die Zusammenfassung gewesen wäre. Aber wir hatten ja erst ein Rennen gefahren. Das hat mich eh schon ein bisschen gewundert. Na gut, da haben wir noch ein bisschen. Aber dann nehme ich heute nur diese eine Folge auf. Dann komme ich auch nicht ganz so aus dem Konzept. Wie beim letzten Mal. Ich muss nämlich ehrlich sagen, nach so 2 Folgen aufnehmen, also spätestens nach 2 Folgen, komme ich meistens bei den Aufnahmen ziemlich aus dem Konzept. Also bei mir ist es wirklich am besten, wenn ich maximal 2 Folgen hintereinander aufnehme, besser natürlich eine. Dann ist auch das Gute, dass die Folgen direkt themenbezogen relativ aktuell sind. Und mir geht eben auch nicht der Stoff zum Reden aus und ich fange nicht mit irgendwelchen extrem langen Themen an, die dann über die ganze Folge reichen, aber naja, ich weiß nicht, wann mir das passiert sein sollte. Ja, reden kann ich jetzt schon nicht mehr, merkt ihr. Naja. Was fährt denn da vorne? Ach, ein Z4. Ja, du fahr mal schneller, dann würde das auch nicht passieren. Huch, oh, ja, komm, Auto, bitte. Dank. Ja, du auch noch, klar. Oh, sag mal, jetzt nehme ich aber auch jedermann hier mit. Ja, wo, was ich auf jeden Fall noch ganz kurz anschneiden kann, meine neue Möglichkeit aufzunehmen mit OBS und ich habe auch irgend so ein neues Schneideprogramm, der Name fällt mir gerade nicht ein, wenn ich dran denke, schneide ich gerade den Namen hier noch rein. Gefällt mir ganz gut, es dauert ein bisschen länger, das die Videos zu schneiden, dafür ist die Videoqualität aber am Ende etwas besser und ja, macht auf jeden Fall wieder etwas mehr Spaß. Als damals mit Shadowplay, wo irgendwie gefühlt jede zweite Folge ein Problem war mit der Aufnahme. Aber gut, ein bisschen muss ich mich dann auch noch reinfuchsen. Dann geht das Ganze wahrscheinlich auch etwas schneller. Weil beim letzten Mal habe ich jetzt, um die 3 Folgen zu schneiden,
beziehungsweise halt zu bearbeiten, insgesamt fürs Bearbeiten, also ohne Rendern, ich glaube eine Dreiviertelstunde gebraucht, was halt bei dem bei der vorherigen Möglichkeit, das zu machen, hätte ich die drei Folgen insgesamt vielleicht in der Viertelstunde bearbeiten können. Aber wie gesagt, ich kenne das Programm auch noch nicht so gut, deswegen kann es gut sein, dass das irgendwann etwas schneller geht. Aber euch interessiert es wahrscheinlich nicht so viel. Ihr müsst die Videos ja noch schauen. So, jetzt würde ich aber wirklich sagen, war es das für diese Folge. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung oder einen Kommentar freuen. Ja, des Weiteren, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr, und neu seid, könnt ihr auch mal beim Rest von meinem Kanal nachschauen. Ich habe einige Let's Plays schon gemacht, hauptsächlich Rennspiele, also eigentlich nur Rennspiele, außer einmal Minecraft, aber darüber möchte ich nicht mehr reden. Und, ja, ich würde aber auch jetzt sagen, bis dahin, euer Tiger 15, aka der Fossibär. Tschö. New events. You're making a name for yourself now.